Und das war ein klasse Kreis, ein Spiel von Antje Thormann. Und Anne Bay mit dem 25-22. Mit dem Sprungwurf von Manja Wolf im Tor. Der lange Pass von Künzel, abgefangen ebenfalls von Schwarz. Und nur abgefangen der Ball von Madeleine Hense, rübergespielt. Und wieder ist es Manja Wolf, die den Ball hier abfängt. Zeit angezeigt, nun jetzt muss Schwarz abschließen, die schließt ab und es gibt Abwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Badlau scheitert. Ballbesitz. Berliner TSC. Da der Ballverlust. Badlau schön aufgepasst. Künzel, Ball. Kieschner setzt sich durch. Tor. 26-22. Auszeit genommen jetzt durch den Berliner TSC. Die Partie wird fortgesetzt. Es sind noch ca. 15 Minuten zu spielen. 26-22 der Spielstand. Das war ein schönes Kreis an Spieler Fischer. Und wieder ist es Manja Wolf, die den Ball entschärft. Und jetzt gibt es 2 Minuten Strafe gegen Wenk. Und 7 Meter für den Berliner TSC. Rochlitz am 7 Meter Strich für die Berlinerinnen. Und sie scheitert am Pfosten. Schwerin nun in Unterzahl. Die Berlinerinnen nehmen jetzt nicht, wie vorhin versucht, einen Mann aus der Deckung heraus, um eine sogenannte 5-1 zu spielen, um Wendy Künzel in Manndeckung zu nehmen. Und die spielt dafür einen klasse Pass. Der kann leider nicht verwertet werden. Und die Berliner mit dem Konter. Manja Wolf! Nachwurf! Und er ist drin. Caroline Hoth kann den Ball versenken, den Madeleine Hensel vorher nicht im Tor unterbringen konnte. 26-23 für Grün-Weiß-Schwerin. Ja.
Zeitspiel angezeigt, nun durch die Schiedsrichter. Und Danny Künzel muss abschließen, bleibt am Block hängen und die Schweriner holen sich den Ball noch. Es bleibt beim Zeitspiel. Antti Thormann mit dem Wurf. Kann Agnes Schwarz nicht überwinden und der schnelle Tempo-Gegenstoß der Berlinerinnen bleiben hängen an Manja Wulff. Und es bleibt bei der 3-Tore-Führung für Grün-Weiß-Schwerin. Wenk wieder auf dem Feld, Schweriner, also wieder komplett. Künze mit einer schönen Finte rauf auf Katharina Hering. Kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Nun, also wieder Ballbesitz für die Berlinerinnen. Uwe findet die Lücke und es gibt 7 Meter. Für den Berliner TSC. Caroline Sense tritt nun an den 7-Meter-Punkt gegen Manja Wulff. Und Sense bleibt Siegerin in diesem Duell und verkürzt auf 26 zu 24. Und Beng tankt sich dadurch und holt den 7 Meter raus für Grün-Weiß-Schwerin. Und während dann noch einmal gewischt werden muss, macht sich Thormann bereit für den 7 Meter gegen Agnes Schwarz. Und trifft. Zum 27 zu 24 für Grün-Weiß-Schwerin. Lange Ball von Künzel kommt nicht bei Kieschner an. So kann aus dem Ballbesitz kein Kapital geschlagen werden. Lohm wird dann nochmal abgefangen vom Künzel, aber Fischer bringt den Ball im Tor unter. 27 zu 25. Spiel angezeigt durch die Schiedsrichter. Schön an den Kreis gespielt. Antje Thormann. Mit dem 28 zu 25.